Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute zeige ich euch den VR-Film Conscious Existence. In dieser 12-minütigen VR-Erfahrung von Mark Zimmerman, welche komplett in 360 und stereoskopisch verfügbar ist, geht es um die Tatsache, dass im Laufe der Jahre unser Bewusstsein, das Leben seiner vollen Pracht wahrzunehmen, verloren geht. Gewisse Prioritäten stellen wir davor und die Schönheit der Umgebung ist für uns nicht mehr relevant. Um zurück zu dieser frühzeitlichen Wahrnehmung zurückzukommen, müssen wir uns vorstellen, wie wir als Kind wahrgenommen haben. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. So, ich hoffe, das läuft rund. Super Sampling ist auf 300%. Ich werde wieder meine Schnauze halten. Mal gucken, ob das klappt, 12 Minuten lang nichts zu sagen. Oder vielleicht zwischenzeitlich irgendwie meinen Kommentar abzugeben. Aber wir lassen überwiegend uns von dieser Erfahrung inspirieren. Und los geht's. Filmakademie Baden-Württemberg. Da komme ich übrigens auch her. Aber jetzt... We begin slowly. Feeling safe. No worries. No anger. No prejudice. Everything is special. New. Wants to be discovered. What a wondrous world. Delicate fleeting beings still are passing by, like falling stars. Sometimes hard to grasp, barely noticeable. Oh, Leute, das ist schon mega geil. Always in a hurry, we become unable to discern. Elusive, bend fire from honest heart's desire. We are rushing, driven by artificially raised needs, heteronomous illusions, causing anxieties, perfecting inner. You are gifted every moment with life's most precious achievement. A conscious mind, enabling you to sense and hold within the universe's boundless beauty. Of infinite inspiration only waiting to be explored. Fueling your inner space.
feel it flowing through you. Impressions, thoughts, emotions. It's a vibration. The sound of life. The energy that drives you, keeps you alive and healthy. Your mind be nourished by her beauty. Thrive from the inspiration and keep in mind the invaluable fortune of existing consciously. The secret of life in harmony lies within. An open, esteeming mind is like a window, enabling you to see the world through the wondering eyes of a child. Use your precious gift within to sense the beauty in every little thing.
Puh, Leute. Let's deep talk. Leute, war das eine Erfahrung? Zumindest für mich war das eine richtig gute Erfahrung. Wo fange ich an? Während dieser 12-minütigen Erfahrung, ich sage viel zu viel Erfahrung, sind mir einige Sachen durch den Kopf gegangen. Am Anfang schon war ja diese Szene mit dem Nebel. Wenn es schon in Richtung Nase ist, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, einfach weil die Präsenz so gut ist, durch dieses 3D, dass man gedacht hat, das wäre echter Nebel. Auch allgemein die ganze Kulisse, man war wirklich drin. Mein erster Gedanke war dieser Nebel, mein zweiter Gedanke war, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Filme in VR haben eine ganz anderes Gefühl. Man ist drin. Für einen kurzen Moment war ich so gerührt von den Worten und von den Bildern, dass ich nicht wusste, wie ich mit meinen Emotionen jetzt umgehen soll. Wow. Erstmal Props an Mark Zimmerman. Richtig gut. Ich hoffe, davon wird es mehr geben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, dass ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, diese Erfahrung ebenfalls mit eigenen Augen zu sehen. Boah, ich muss jetzt erstmal Luft holen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer NR Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.